Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen, meine Herren, das war schon ein paar Fortschritte im Ausschuss. Eine 78-seitige Synopse von Änderungsanträgen, nicht zuletzt auch der Regierungsfraktionen zum eigenen Senatsentwurf. Es bleibt dabei, wir teilen die grundsätzliche Kritik der Berliner Krankenhausgesellschaft an diesem Gesetz. Die hohe Auslastung von nahezu 100% in den psychiatrischen Abteilungen, der Aufnahmedruck und die niedrigen Verweildauern machen einen Ausbau der klinischen Kapazitäten dringend notwendig. Grundvoraussetzung zur Umsetzung der sich aus dem Gesetz ergebenden personellen Vorgaben und des räumlichen und sächlichen Mehrbedarfs wäre zunächst aber einmal die ausreichende Grundfinanzierung der Häuser, der aber, so die Berliner Krankenhausgesellschaft mit klaren Worten, kommt der Senat weiterhin nicht nach. Wir werden diesem Gesetz allein schon aus diesem Grund nicht zustimmen. Die Berliner Krankenhausgesellschaft kritisiert auch, im Mittelpunkt der Arbeit und des Handelns der Mitarbeiter der Einrichtungen muss die psychisch erkrankte Person stehen, nicht deren administrative Vor-, Nach- und Aufbereitung. Dieser Zielsetzung aber, so die BKG wörtlich, wird der vorgelegte Gesetzentwurf nicht umfassend gerecht. Ein zweiter Grund, ihn abzulehnen. Eine notwendige Anmerkung. Psychiatrische Behandlung, Herr Isenberg, muss immer gewaltfrei sein, nicht möglichst gewaltfrei sein. Aber leider sind psychiatrische Krankheitsbilder nicht immer gewaltfrei. Und genau das ist das Problem. Herr Behrendt, die Psychose ist eine Veränderung im Kernbereich der Persönlichkeit. Deshalb muss die medikamentöse Therapie auch gerade in diesem Kernbereich der Persönlichkeit ansetzen. Ansonsten haben Sie keine Chance, sie medizinisch zu behandeln. Wer deshalb die Akutbehandlung psychiatrischer Ausnahmezustände als Folter bezeichnet, wie im Ausschuss geschehen, und den Beschäftigten in den Krankenhäusern somit Folter unterstellt oder Foltergesetzmacher diffamiert, dem fehlt, das sage ich hier ganz bewusst und in aller Deutlichkeit, dem fehlt mehr als ein Groschen zu einer Mark. Aber in diesem Zusammenhang ein weiterer Kritikpunkt. Im Paragraphen 28 Absatz 7 legen Sie fest, dass eine sogenannte medikamentöse Zwangsbehandlung nur bei Lebensgefahr für den Betroffenen oder einer erheblichen Gefahr für dessen eigene Gesundheit zulässig sein soll. Ich will Ihnen die Unsinnigkeit dieser Regelung am Beispiel des Vorfalls im Neptunbrunnen deutlich machen. Solange der Mann in seiner akuten psychiatrischen Notlage sich selbst bedroht hat, hätte er nach dem Gesetz im Krankenhaus mit den notwendigen Medikamenten akut behandelt werden können. In dem Moment aber, wo er im gleichen psychiatrischen Krankheitszustand den Polizisten bedroht hat, schließt Ihre Lesart des Gesetzes die Möglichkeit einer medikamentösen Behandlung aus. Lesen Sie es nach, es ist so. Das wird dazu führen, dass solche Patienten, die in krankheitsbedingter Verkennung der Situation eine andere Person als Bedrohung empfinden, zukünftig nicht mehr in ein Krankenhaus verbracht werden können. Die landen in irgendwelchen Beruhigungszellen und man enthält ihnen die notwendige ärztliche Behandlung vor. Wollen Sie das wirklich? Ihr Gesetz ist da im Übrigen in sich selbst nicht schlüssig, denn unter § 39 Absatz 2 Satz 5 ermöglichen Sie die medikamentöse Sedierung fixierter Patienten im Zusammenhang mit besonderen Sicherungsmaßnahmen, gerade auch bei der Gefahr für eine bedeutende Schädigung der Rechtsgüter Dritter. Das passt so nicht zusammen. Deswegen lehnen wir Ihr Gesetz ab. Mehr Zeit zur detaillierten Kritik bleibt leider nicht. Danke.